Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya, dreams of my own. Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja Freunde, heute nehme ich euch mal mit. Wir wurden zum Videodreh eingeladen. Hinter der Kamera ist Daniel aka DaTV. Was geht ab Leute? Shoutouts erstmal raus Freunde, Link ist unten in der Videobeschreibung zu seinem Kanal und ich nehme euch mal heute mit. Komm mit. Ich will auch mal fotografiert werden. Ja, komm mal her. Ich hab da extra so einen schönen Jacke an. Servus Leute. Ja eben. Geht's Ihnen gut? Ja, sehr gut. Sau gut. Ich geb dir eine Chance ins Feind. Dann ist da nicht in der Welt. Ey Jaratsch, ist das nicht der neue Wagen? Nein! Dieses Geld macht mich blind. Es gab nichts, ich hab alles schon vertickt. Servus Leute, wir sind jetzt da und wir wissen gerade einfach nicht, wo lang wir hingehen müssen. Aber egal, und keiner geht ran. Jo. Das erste Ding haben wir gerade durch. Das ist schon. Ey, wieso fasst du ihn noch am Arsch? Immer am Schwätzen. Ein Beispiel nennen von einem guten YouTube-Beef und einem schlechten YouTube-Beef. Okay, woran machst du das fest? Also die zwei mögen sich zwar nicht, aber waren trotzdem immer respektvoll zueinander und sind nie unter die Gürtellinie gegangen. Und das ist für dich dann schon ein guter Beef? Gutes Beispiel, wer kennt ein gutes? Nicht, wenn du Klicks haben willst. Kein gutes Beispiel. Wer kennt ein besseres Beispiel? Ein guter Beef war zum Beispiel zwischen Miguel, Pablo und Herat, ja? Sie haben sich beschimpft, bedroht, so muss das laufen. Nee, das reicht. Ich schmeiß dich raus. Das reicht. Kannst du aufstehen? Für so einen Satz solltest du dich aber mal sowas von schämen, mein Freund. Wir haben 2017, nicht 2009! Gut, liebe Leute, wir kommen jetzt zu unserem heutigen Gast-YouTuber. Er ist der Assi-YouTuber auf YouTube. Wir sind wirklich froh, dass er heute hier ist. Einen großen Applaus. Hier ist Hera! Hera! Hera, wir sind wirklich froh, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Alles gut, Herr Ratsch. Kein Problem. Hat der gar nicht so sehen müssen, dass du da bist. Herr Ratsch, schön, dass du heute hier bist. Danke, ich freue mich auch hier Sehr gut. Wie hast du es geschafft, trotz Abitur so asozial zu werden? Ah ja. Verrat uns dein Geheimnis. Du musst einfach nur du selbst sein, du darfst dich nicht verstellen und dann klappt das Ganze nicht. Herat, der Beef zwischen dir und Miguel gilt als der Beef auf YouTube. Verrate meine Schüler doch, wie können sie selber mal mit einem Beef versuchen? Jeder kann es, nur ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst richtig assig sein und dann funktioniert das Ganze. Was geht? Wir sind jetzt fertig mit dem Dreh. Wofür das hier ist, Leute, werdet ihr später auf Torge seinen Kanal sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal. Peace out. Yeah.
Voll sexy. Gerhard hat das heute wirklich, also großen Respekt, der hat heute so viel Eigenhumor an den Tag gelegt. Das haben nicht viele. Also wirklich, das werdet ihr bald sehen. Piso. Siehst du hier drin? Kontaktlinsen drin, ne? Ja, genau, für den Videoclip. Kannst du durchgucken? Ja. Folgt mir auf Instagram. Was hast du deine Kontaktlinsen? Hast du sie reingekriegt? Ja. Ja. Nee, du nimmst mich doch jetzt nicht auf. Jetzt, ja. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Ja, auf jeden. Komm ich jetzt in YouTube rein? Willst du jemanden grüßen? Wen soll ich denn grüßen? Meine Kinder grüße ich. Meine Kinder heißen Yvonne und Justine. Die werden Schöne sich freuen. Grüße. Die werden sich freuen, da sind sie. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Oh, schon etwas länger, aber jetzt richtig durchgezogen seit einem Jahr und es ist halt explodiert. Und wie bist du dazu gekommen? Boah, schon sehr, sehr früh. Mit Kollegen haben wir angefangen, wollten halt andere Leute zum Lachen zu bringen und hat gut funktioniert. Und sag mal so, wenn du rausgehst und siehst, dass andere Leute zu dir kommen, lachen und sagen, hey, können wir ein Foto machen, das motiviert dann einen immer wieder. Hast du schöne Tattoos? Jo. Ja, hab ich auch. Ja? Echt? Ja. Nice. Fahren wir? Ja. Jetzt springen alle. Hey, was machst du denn für ein Video? Für einen Vlog. Ein Vlog? Ein Vlog. Ein Vlog. Ein Vlog. Vlog. Ja, wir können ja mal gucken, so wie wir. Ein Tag im Leben von Eratsch. Ja! Juri, ist cool! Juri, ist cool! Wie geht's? Servus. Hey, Leo, Daniel, servus. Kraft, Juri. Hashtag danke dafür, Alperli. Nein. Danke dafür, Alperli. Herr, ne, für seine Verletzung war das. Danke dafür, Alperli. Ja, den Scheiße, Alter, hast du das auf Laufen? Hab ich jetzt aufgenommen, ja. Vielleicht die Aufnahme, Mann. Das darf keiner sehen. Was geht, Jungs? Servus. Servus. Gangs, das ist in der Hood. Hör auf. Hey, ohne Spaß. Hört beide auf! Ich mein's ernst, hört jetzt auf mit der Scheiße. Oh. Oh. Cut, die erste. Herr Ratsch, wie fühlen Sie sich? Ja, mir geht's sehr gut und wie geht's Ihnen? Mir geht's auch gut. Fühlen Sie sich irgendwie beeinträchtigt oder so? Von dem ganzen Grün? Hören Sie auf, daran zu lecken. Das also der Beef zwischen mir und Miguel war schon relativ schlecht, aber... Oh nein. Jo Leute, was geht? Ich bin der Herr Ratsch. Ich kann nicht Schauspieler, aber ich mach trotzdem mit. Ja. Okay, jetzt brauche ich von dir eigentlich. Also sag mir doch selber noch irgendwas, was du bist, wo du sagst, das könntest du mal sagen. Was ist Regisseur? Sag das cool. Mit dem Regisseur. Halt, nimm das schön auf, ja? Das ist sehr lustig. Okay. Mit dem Regisseur zu arbeiten, das war echt das Schlimmste, was ich... Okay. Also der Dreh von... Ich meine, ich will... Guck mich doch mal an, ich will... Die bringen... Ich esse kein... Und dann sage ich, ja, warum habt ihr hier keinen... Dann sagt sie zu mir... Sag mal, hackt's noch? Aber originale Cola hinten stehen haben. Super. Ja, super. Super. Auf jeden Fall viel Schönes dabei. Ich danke dir. Das ist kein Problem. Ja Leute, wir wollten gerade schwimmen fahren alle und dann kam der Postbote namens Alex und hat mir zwei geile Pakete gebracht. Kaufst du Vibe, hast du Hype. Boah, nice. Danke, Bro. Bitte. Leute, gönnt euch. Boah, ich glaube, ich habe schon einen Favorit jetzt. Nice. So Leute, jetzt habe ich endlich hier in Köln neue Anziehsachen. Boah, der ist geil. Nicht schlecht. Das ist mein Favorit. Ich fand den auch richtig cool, aber jetzt finde ich den eigentlich ganz cool. Boah, geil. Ja Leute, schreibt mal in den Kommentaren rein, welches Teil euer Favorit ist. Und ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, Leute. Checkt es ab und wir sehen uns jetzt beim Schwimmen wieder. Macht's gut und haut rein. Ja!
Ja, Leute, wir sind jetzt da und Leute, heilige Scheiße, das ist wie ein Paradies hier. Das ist ein Palast. Ey, das ist ohne Scheiße, das ist nicht mehr normal. Kommt mal mit. Boah. Nein, schon hier, what the fuck? Leute, es sieht abnormal geil aus. Ich kann gleich ein Foto vormachen. Boah, ja, Mann. Das ist überheftig. Aber nach dem Schwimmen. Scheiße, ich hab da Angst reinzugehen. Eintritt mich um 100 Euro oder so. Tschüss, Leute, was ist das hier? Oh mein Gott. Oh, hier riecht schon so nach Urin. 1,5 Stunden, 27 Euro. Spaß. Das sind wirklich alles abgegangen. Herod Spring, der schläft schon drüben, Leute. Wir haben uns da so eine App runtergeladen. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, nochmal danke an Dativi und an die ganzen anderen Jungs. Und checkt die doch mal alle ab. Link ist unten in der Videobeschreibung, Freunde. Ich mache mich jetzt gleich vom Acker.